Baddhahasta Matsyasana, der Fisch mit verschränkten Unterarmen. Kindra zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von der Rückenlage ausgehend kannst du die Beine zusammengeben und dann hebe den Brustkorb hoch, indem du mit den Ellbogen unterstützt. Und dann fasse mit den Unterarmen unter dem Rücken hindurch und fasse mit den Händen um die Ellbogen. Dabei hebe den Brustkorb so hoch, wie du kannst. Das ist Baddhahasta Matsyasana, die Fischstellung mit verschränkten Armen. Baddhahasta kann heißen gefaltete Hände oder auch verschränkte Arme, weil Hasta sich sowohl auf die Hände beziehen kann als auch auf die Arme. Baddhahasta Matsyasana hilft vor allem, in den Schultern noch weitere Dehnung zu bekommen und dich noch mehr von den Schultern her zu öffnen. Baddhahasta Matsyasana ist von der Kraftentwicklung der Rückenmuskeln etwas leichter als die Grundstellung. Alle Variationen von Matsyasana findest du in der Yoga-Vidya-App sowie im Asana-Lexikon auf www.yoga-vidya.de.